Auf einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Er beschuldigte Washington, den Konflikt in der Ukraine in die Länge zu ziehen und den Taiwan-Konflikt zu verschärfen. Die US-Regierung mache das ukrainische Volk zu Kanonenfutter, sagte Putin. Wie wir wissen, haben die USA in letzter Zeit wieder einmal bewusst versucht, Öl ins Feuer zu gießen und die Lage in der asiatisch-pazifischen Region ins Wanken zu bringen. Eine fünfköpfige Abordnung von Mitgliedern des US-Kongresses hatte am Montag das Parlament in Taipeh besucht, um ihre Unterstützung im Konflikt zwischen Taiwan und China zu unterstreichen. Als Reaktion belegte China 7 taiwanische Politiker und Regierungsmitglieder mit Sanktionen. Putin sagte, der Westen verursache globale Instabilität. Wir erleben auch, dass der Westen kollektiv versucht, sein Blocksystem auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, ähnlich wie die NATO in Europa. Zu diesem Zweck werden aggressive militärisch-politische Allianzen gebildet, wie AUKUS und andere. Auf den Besuch der US-Delegation reagierte die chinesische Regierung mit neuen Manövern rund um Taiwan. Die Volksbefreiungsarmee bereite sich weiterhin auf einen Krieg vor, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums.